Willkommen zurück in der Hölle. Ich könnte es geschafft haben, sie auszusperren. Ja, ich hab's geschafft. Sie sind ausgesperrt. Schön. Schön, schön, schön. So muss das sein. Direkt mal einen speichern. Ich weiß jetzt nicht. Oh, cool, wie sie sich davor weggebückt hat. Ich hatte ein Setup hierfür gemacht. Kleiner Funfact am Rande. In meinem anderen Playthrough. Aber irgendwie war dort auch kein Gegner. Ja, der Stein wird mich töten. Der Winkel ist einfach falsch. Ja, da komme ich mit Medipacks auch nicht durch. Wir müssen also den Stein auslösen. Der Schwierigkeitsgrad steigt rapide an. Ich speichere jetzt mal nach dem Sammeln dieser Munition. Okay, schön, dass du mir das Leben rettest. Wenn ich jetzt abspringe. Ja, wir haben es geschafft. Allerdings werden wir jetzt in diesem Raum von dem Wesen verfolgt. Und wie schon gesagt, irgendwie hatte ich es geschafft, dass genau das nicht passiert. Aber ich weiß nicht mehr wie. Ich glaube, es ist... Ja, es ist unmöglich, da vorbeizuspringen. Leider. So, das sind zwei verschiedene Räume. Er sollte mich nicht hier rein verfolgen. Sollte, ist aber jetzt nur meine Meinung. Das sind übrigens die Thron-Dingsbumse von Qualopec, Teokan und so weiter gewesen. Oh! Das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Irgendwas ist dahinter. Das ist ein Hebel und sie zeigen mir nicht, was er tut. Sie zeigen mir nicht, was er tut. Das finde ich auch nicht so gut. Okay, wir sind jetzt anscheinend hier rausgekommen. Ein Hebel umgelegt. Wahrscheinlich müssen wir... Oh!
Ist schon offen. War das vielleicht der richtige Gang und das andere war nur eine Falle? So, der Raum wird nochmal ein bisschen komplizierter. Und dann kommt natürlich der Doppelgänger direkt im nächsten Raum. Oh, das war gut. Oh mein Gott, war das gut. So, der Doppelgänger. Der Doppelgänger zählt nicht als Kill, weil das Spiel ihn nicht als Kill zählt. Wie gesagt, wir zählen für diese Challenge. Also sie ist zum einen pazifistisch, das heißt, wir werden niemanden direkt angreifen. Aber gleichzeitig zählen auch nur solche Tote als Kills, die wir halt direkt mit Waffengewalt töten. Der Doppelgänger läuft ja einfach ins Feuer hinein. Dasselbe würde für alle Gegner gelten, die zum Beispiel in einem wassergefluteten Raum bleiben und so weiter. Also all diese Leute, die das Spiel nicht als Kill zählt. So, der Doppelgänger ist tot. Und eine Sache an diesem Spiel ist, wenn man jetzt speichert, dann hat man das Spiel gesoftlockt. Ja, wenn man jetzt speichert, dann ist diese Tür wieder zu und der Doppelgänger weg, weshalb man sie nicht mehr öffnen kann. Deshalb habe ich jetzt nicht gespeichert. War auch nicht nötig, um ehrlich zu sein. Wie viel Uzi-Munition habe ich? 1900, das reicht. Ich muss nichts weiteres mehr sammeln in Richtung Uzi. Oh, der Raum hier ist nochmal Cancer. So richtig hart. Dieses Ding, was auf uns schießt, ist tatsächlich nicht das Hauptproblem. Hauptproblem ist so ein Nahkämpfer, der uns gern mal runterschubst. Ja, der steht jetzt hinter dem Schießtypen. For your crimes, for the flagrant misuse of your powers, and for robbing us of our... You can't, I... Breaking the three bond of consent that our people are ruled and secured under, and invading Teal'c'thaan and myself with our army, our warriors, empty from our pyramid, so that you can use the pyramid. Its powers of creation for your own mindless destruction. Mindless? Look at you. Neither of you have one squirt of inventive juice in your heads. Wasters. Let's just do it. Teal'c'thaan! You use the sacramental place as a source of individual pleasure. As some freak factory. They're survivalists, a new generation. A slaughter heap now. And you. We're gonna lock you in limbo. Make your veins, heart, feet, and that diseased brain stick solid with frozen blood. Greet your eternal unrest, Natla! You won't rest either, or your damned continent, Atlantis! Back again. And you? For a grand reopening, I assume. Evolution's in a rut, natural selection at an all-time low. Shipping out fresh meat will incite territorial rages again, will strengthen and advance us, even create new breeds. Kind of evolution on steroids, then? A kick in the pants. Those runts Qualipec and Teal'c'thaan had no idea. The cataclysm of Atlantis struck a race of languoring wimps. Plummeted them to the very basics of survival again.
It shouldn't happen like that. Or like this. Hatching commences in 15 seconds. Too late for abortions now. Not without the heart of the operation. No! Das war Atlantis schon wieder mit genau 0 Kills. Und jetzt beginnt ein Kampf, der ist unausweichlich. Erst wenn dieser Gegner besiegt ist, öffnet sich die Tür hinter ihm und da müssen wir durch. Ich habe mit 1900 Schuss gestartet. Etwa 600 Uzi-Schuss braucht man, um den zu töten. Auch hier ist ein Bug möglich, ein negativer Bug. Wenn er auf derselben Plattform stirbt, auf der er gespawnt ist, öffnet sich diese Tür einfach nicht. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man das Spiel nicht mehr durchspielen kann. Ist uns jetzt zum Glück nicht passiert. Ups. Nee, das will ich doch gar nicht. Und natürlich muss auch das Ende des Spiels mal wieder gefüllt sein mit den unterschiedlichsten Kistenrätseln. Huch! Habe ich mir einen Weg blockiert? Ganz verstehe ich das nicht. Was habe ich davon, diese Kiste hier reinzuschieben? Ich würde nach oben kommen. Ah, okay. Das ist der Plan. Verstehe. Speichern. Das war knapp. Ich glaube, hier wartet ein ähnlich gelagertes Rätsel auf uns. So, das ist jetzt hinausgeschiebert worden. Genau, und hier ist jetzt ein Hebel, den können wir gleich umlegen. Moment kurz. Das hier noch kurz schieben. Lol. Schieb, 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 schieb. Schieb die Kisten lang. Ololololol. XDDD, Roffelkopter, lululul. Es gibt hier einen witzigen Bug. Wenn man nämlich so springt, dass man da durchglitschen würde normalerweise, wird man... Moment, ich zeige es euch. Ist aber nicht so leicht, sollte ich dazu sagen. So, wir sind jetzt relativ weit da drin.
Nicht weit genug, offenbar. Er ist, wie gesagt, nicht leicht. Ah. Ich will ihn... Okay, okay, jetzt sind wir soweit. Wenn ich jetzt nochmal springe... Nochmal tiefer rein vielleicht. Oder rolle? Ah, rollen! Dann passiert das. Ja. Das war, was ich euch zeigen wollte. Oh, cool! Nicht so cool, nicht so cool. Ich glaube, hier ist jetzt nochmal ein Hebel, der irgendwie eine Plattform hochhebt. Oh nein! Nein! Ah! Das ist seit Jahren gefühlt. Das erste Mal, dass mich eine Steinfalle wirklich kriegt. Den habe ich da nicht erwartet. Echt nicht. Oh, da wollte er mal wieder voll Pro sein. Okay, kein Pro. Kein Pro heute. Heute ist nicht der Tag für Pro-Moves. Merkt das schon. Oh, hier kann man aber einfach drüber springen. Ja, kein Grund, darüber zu hüpfen. Ja. Das... Ich wollte da nicht schon reinrennen. Ich hab mich verklickt. Noob. Noob, 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 noob. Okay, lieber mal speichern.